Hi zusammen, Ingo hier. Die typisch amerikanische Highschool hat sich in den letzten, sagen wir mal, 60 Jahren so gut wie gar nicht verändert. Es gibt sie immer noch. Die Cheerleader, die Jocks, die alles dafür geben, um im Ansehen und in der Beliebtheit ganz weit oben zu stehen, um am Ende des Schuljahres zur Prom gekrönt zu werden, zur King and Queen. Aber, wie schon das Sprichwort sagt, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Gibt es dann auch die Außenseite, die Loser, die, über die sich alle lustig machen, die leiden, bis sich eine rächt. Nicht nur, dass Carrietta White ihre ganz persönliche Schulhölle ertragen muss, sobald sie nach Hause kommt, erwartet sie dort die nächste Tortur. Das Zusammenleben mit einer psychopathischen, gewalttätigen und fanatisch gläubigen Christin, ihrer Mutter Margaret White. Erst mit dem Auftreten Carries später Menstruation beginnt für die 16-Jährige ein neues Leben, ein selbstbestimmtes Leben. Nachdem sie wieder einmal stundenlang in die winzige, enge, dunkle Kammer gesperrt wurde, um dort um Vergebung zu beten. Nach all dem Flehen und Betteln, sie möchte doch nur ein ganz normales Leben führen, besinnt sich Carrie ihrer einzigen Stärke, der Telekinese. Telekinese, das Bewegtwerden von Gegenständen durch okkulte Kräfte. Das erst veröffentlichte Werk von Stephen King zeigt uns den schmerzlichen Übergang von der kindlichen Unschuld hinüber zum konfliktreichen Erwachsenen-Dasein über die Pubertät. Neben dem offensichtlichen Körperhorror, dem psychologischen Horror, Rivalitäten und dem äußeren Schein, zeigt uns Stephen King, also aus heutiger Sicht, also ungefähr 45 Jahre später, 100 Veröffentlichungen später, mal wieder, dass ein Buch spannend sein kann, dass man mitfiebert, ohne dass es im Buch selbst einen Protagonisten gibt. Carrie ist nämlich weder Heldin oder Opfer oder nur Täterin. Und trotzdem fühle ich mit, ich leide, ich bin wütend, ich jubel, ich balle die Faust und denke mir, das hast du jetzt davon. Und das zum dritten Mal. Ja, ich habe Carrie zum dritten Mal gelesen und ich weiß auch, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Das Buch wächst mit mir. Ich sehe Neues, ich sehe Parallelen, ich lese bewusster oder höre das Hörbuch. Das Hörbuch wurde 2011 von Franziska Pegula eingesprochen und würde ich eine Top 10 meiner Hörbücher haben, die man unbedingt gehört haben müsste. Notiz an mich selbst, Videoidee. Würde Carrie bestimmt auf dieser Top 10 weit oben landen. Stephen King-Fans kennen wahrscheinlich die Geschichte zu Carrie. Das Manuskript fischte nämlich seine Frau aus dem Papierkorb und bat ihren Mann, hey, reich das Manuskript doch einfach mal bei einem Verlag ein. Und wir bekamen neben dem Roman wahrscheinlich noch den bekanntesten und bestverkaufendsten Autor dazu. Die große Frage ist, was wäre gewesen, wenn Tabitha das Manuskript nicht aus dem Papierkorb gezogen hätte? Ursprünglich war Carrie eine Kurzgeschichte. 100 Seiten stark, das war dem Verlag allerdings zu mager, sie würden gerne die Geschichte als Roman veröffentlichen. Und so ergänzte Stephen King das, was er bisher im Skript hatte, nochmal rund um 100 Seiten. Mit Einschüben, mit Berichten, mit fiktiven Berichten über die Ereignisse in dem Buch, auf die ich ja jetzt hier nicht weiter eingehen möchte. Und die moderne und die aktuelle Ausgabe ist noch einmal um 100 Seiten stärker und sie rundet die ganze Geschichte nochmal ab, gibt dem Ganzen noch so ein bisschen Schliff, poliert das Ganze nochmal schön auf Hochglanz. Das ist mir aufgefallen, weil ich die 85er Ausgabe gelesen habe und synchron das Hörbuch von 2011 gehört habe. Das war natürlich so ein bisschen frickelig und umständlich. Ich kam mit klar, ich würde aber ganz klar die moderne, diese rote Ausgabe bevorzugen, die auch im Hörbuch zu hören ist. Die gibt es ja auch als Print oder als E-Book. Carrie ist meiner Meinung nach
ein, nicht das perfekte, aber ein hervorragendes King-Einsteigerbuch. Es sind alle Trademarks, die man von Stephen King kennt und liebt, schon vorhanden. Bis auf einen Wermutstropfen, und der wurde auch bei uns in der Lesegruppe angesprochen. Die Charaktertiefe, die man bei Stephen King ja auch mittlerweile erwartet, dass es ausführlich ist und man die Charaktere wirklich sehr genau kennenlernt, die gibt es hier nicht. Also man lernt Carrie und Margaret White sehr gut kennen. Die Nebencharaktere, wenn man sie dann so nennen will, nicht so gut, wie man sie aus anderen Stephen King Büchern vielleicht erwarten würde. Ihr solltet euch nicht davon abschrecken lassen, das Buch nicht zu lesen, nur weil ihr schon mal den Film gesehen habt. Das Buch steht für sich alleine. Die 79er Verfilmung von Brian De Palma ist großartig, da besteht überhaupt gar kein Zweifel. Sie ist natürlich, weil es eine Verfilmung ist, keine 1:1 Transkription. Ein toller Film, aber auch verdammt nochmal ein richtig gutes Buch, und ich würde euch wirklich empfehlen, euch das Hörbuch anzuhören, weil Franziska Pegula allen Charakteren vorneweg Carrietta und auch Margaret White nochmal echt so eine richtig schöne Krone oder Dornenkrone aufsetzt. Absolute Empfehlung, das Hörbuch. Und ich hatte natürlich, und ich werde auch in Zukunft immer wieder, Sissy Spacek und Piper Laurie als Carrie und als Margaret White vor Augen haben. Also die Bilder haben sich bei mir natürlich halt so eingebrannt durch diesen alten Film, dass ich halt auch beim Lesen oder auch beim Hören diese Gesichter vor Augen hatte. Und ja, ihr ahnt es schon, der Film ist auch eine absolute Empfehlung von mir. Eine Frage habe ich abschließend noch an euch. Wenn ihr das Buch gelesen habt, habt ihr eine Begründung, warum das 1974 veröffentlichte Buch 1997, 1980, 81 spielt? Warum hat Stephen King das Buch in der Zukunft geschrieben? Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Lesen, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao!